Hallo Motorsportsfreunde, wir sind zurück von einem aufregenden Wochenende in Monte Carlo, in Monaco. Ist immer viel los, Schmidti. Gutes Rennen wieder, Sebastian Vettel hat gewonnen. Der Aufreger des Wochenendes war aber die Stallregie oder die Taktik von Ferrari. War es eine versteckte Stallregie? Ja, natürlich war es eine versteckte Stallregie insofern, dass es nicht nötig war, mit dem Kimi sofort auf Verstappen und Bottas zu reagieren. Man hätte sich ein, zwei Runden Zeit lassen können, denn als Räikkönen zurückkam auf die Strecke, hat er 6 Sekunden Vorsprung auf Bottas gehabt. Das heißt also, da war noch ein Puffer drin, dann hätte man mal schauen können, was funktioniert eigentlich besser, der Overcut oder der Undercut. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Overcut generell besser war an dem Wochenende. Es hing natürlich davon ab, wer wie schnell fahren konnte auf alten Reifen. Für Vettel und Ricciardo hat es funktioniert, für Bottas hätte es nicht funktioniert, dessen Reifen waren am Ende. Bei Kimi hätte man schauen müssen, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur dieses Rennen isoliert betrachtet, dann war ganz klar, hätte man Kimi die bessere Chance geben müssen. Das heißt, man hätte Vettel zuerst reinholen müssen, weil der war ja auch zuerst bedroht von Bottas und von Verstappen. Ja, also man hätte Kimi gewinnen lassen können mit einer anderen Strategie, war es aber vielleicht doch am Ende die richtige Entscheidung, den richtigen Fahrer die 25 Punkte holen zu lassen? Ja, ich würde sagen, aus Sicht von Ferrari auf jeden Fall. Vettel war der schnellere Mann auf der Strecke, ganz klar. Das sieht man, der fuhr ja mit den alten Reifen noch schneller als Kimi mit den frischen Supersoft-Reifen dann. Aber Vettel liegt in der WM vorne. Er ist der große Gegenspieler von Hamilton. Am Ende tun die 7 Punkte vielleicht weh, die man ihm dann nicht gegeben hätte. Ja. Also für mich aus Sicht von Ferrari war es verständlich, aber man kann natürlich im Nachhinein dann schon mit offenen Karten spielen, kann sagen, so und so ist es. Blöd für den Räikkönen, ich meine, der ist ja nicht blöd, der weiß natürlich ganz genau, auch ob die es jetzt offiziell zugeben oder nicht, wie ihm da mitgespielt wird. Ich weiß nicht, wie denkst du darüber nach? Ich kenne es ja nur von den Fans und ich sehe auf den sozialen Netzwerken, dass die natürlich nicht begeistert sind, immer wenn das Team eingreift, immer wenn künstlich Reihenfolgen verändert werden, dann ist natürlich der Motorsport-Fan nicht glücklich, auch wenn hier Sebastian Vettel als Deutscher davon profitiert hat. Deshalb bin ich eigentlich auch generell dagegen, dass künstlich eingegriffen wird von außen. Auch wenn Kimi Räikkönen klar die schlechtere Pace hatte. Man hätte es die beiden irgendwie ausfechten lassen sollen und wenn Vettel nicht vorbeikommt, hätte man es dabei belassen sollen. Auch wenn es natürlich verständlich ist, dass Ferrari so gehandelt hat. Ja. Und dann noch dazu, Kimi ist der Liebling der Massen. Ja, auch unverständlich aus Sicht von uns, weil er ja uns Journalisten jetzt auch nicht immer die besten Quotes gibt, die besten Zitate da lässt. Auch nach dem Rennen, wo klar war, dass er da ein bisschen verarscht wurde, hat er ja sich immer noch sehr zögerlich geäußert. Wenn man es mal vergleicht mit Max Verstappen, genau, der ja auch das Gefühl hatte, dass er da von seinem Team irgendwie verarscht wurde und Ricciardo vorbeigelotst wurde, der hat sich deutlich kritischer geäußert. Ja, schon am Funk und man hat dann, ich habe ihn vielleicht noch 1,5 Stunden nach dem Rennen in der Boxengasse getroffen, man hat schon am Gesichtsausdruck gesehen, er kam mit seinem Renningenieur zum Briefing, der wollte gar nicht reden mehr, der war immer noch also stinksauer über diese Aktion, wobei man hier sagen muss, Red Bull waren die Ersten, es war ein Experiment, die haben es halt versucht, es hätte gut gehen können, die konnten nicht wissen, dass der Overcut besser ist, da kann sich Verstappen eigentlich nicht beschweren. Ja, Christian Horner hat es ja auch danach uns gesagt, solange man es dem Fahrer transparent erklären kann, warum diese Entscheidung getroffen worden ist, versteht es der Fahrer dann auch irgendwann, dass er natürlich im ersten Moment sauer ist, ist auch klar. Ja. Aber hätte man Ricciardo als erst reingeholt und am Schluss wäre doch der Undercut besser gewesen, wäre es natürlich noch viel schwieriger zu erklären gewesen. Ja, deshalb ist es bei Red Bull doch noch eher nachvollziehbar. Wir müssen aber auch natürlich über Mercedes sprechen. Lewis Hamilton hat viele Punkte verloren in der WM, sah gegen Bottas ziemlich alt aus, vor allem im Qualifying. Mercedes hat sich schwer getan mit Erklärungen. Hast du da Theorien, woran es gelegen haben könnte? Nee, auch nach dem Rennen, die Ingenieure waren immer noch ratlos. Sie sagen jetzt ganz klar, wir haben das Reifenproblem noch lange nicht gelöst. Es scheint ja hauptsächlich nur auf den langsamen Strecken oder Strecken mit langsamen Kurven aufzutreten. Aber ein Ingenieur hat mir gesagt, Vorsicht, wir hatten auch das Problem mit Bottas in Bahrain. Wir hatten das Problem mit Bottas in Barcelona, also auch auf schnellen Strecken. Wir haben da ein massives Problem, weil die Reifen eben nicht gleichzeitig ins Fenster kommen, schnell wieder rausfallen. Bei Hamilton hat es ja so gesagt, mal war der links vorne, mal der rechts hinten zu kalt oder zu heiß. Das konnte sich von Runde zu Runde ändern. Trotzdem, glaube ich, hat Hamilton einen Fehler gemacht in der Qualifikation, als er gesagt hat, mein Auto funktioniert nicht, da ist irgendwas faul, ich komme jetzt rein. Er hätte draußen bleiben müssen und einfach weiterfahren. Auch mit einer schlechten Runde kriegt eigentlich Hamilton eine Zeit zustande, die ihm das Weiterkommen ermöglicht. Und man sieht ja dann bei Bottas, als das Ding mal dann endlich im Fenster war, die 4 Reifen, dann ging ja auch die Post ab. Und ich glaube, da halte ich es mit Martin Brundle, der meiner Ansicht nach da eine sehr gute Meinung hatte. Der sagt,
Lewis ist oft so, wenn er das Gefühl hat, da stimmt was nicht, dann wird er weinerlich, dann zieht er sich selber mental runter, will der Welt beweisen, wie schlecht das Auto war. Er glaubt ja zum Beispiel, dass der zweite Quersteher, also nicht der in Massenet, der war sicher echt, ne? Ja. Aber der in der Casino-Kurve die Runde später, als er da quer, so schön quer aus dem Eck rauskam, dass der Absicht war, einfach um den Leuten zu zeigen, schaut her, in welcher Schüssel ich da drin sitze. Ja. Glaubst du, Mercedes kriegt diese Reifenprobleme noch in den Griff, dass die das wie Ferrari hinbekommen, dass Temperaturen immer stimmen und das Setup immer passt? Irgendwann in diesem Jahr? Ich glaube, das liegt in der DNA des Autos und wird sehr, sehr schwierig zu lösen sein. Also jetzt mit meinem, soll ich mal sagen, mit der Sicht eines Nicht-Ingenieurs, würde ich sagen, ich glaube, das Grundproblem ist, dass der Mercedes hinten sehr tief fährt. Ja, das ist ihr Konzept schon seit Jahren, dass er deswegen relativ wenig Federweg hat und dass er deswegen die Reifen im Rennen etwas mehr stresst. Ja, dieses Jahr kommt es eben darauf an, die Reifen erstmal reinzukriegen und dann aber auch da drin zu halten. Und ich glaube, mit diesem Konzept tut er sich schwerer als Ferrari, die im Prinzip nur das eine Problem lösen müssen, wie kriegen wir die Reifen in das Fenster rein. Sonst haben sie ein sehr gutmütiges Auto. Die müssen sich um das andere Problem nicht bemühen, weil das Auto viel Federweg hat, auch die Reifen schont. Also sie können sich auf diese eine Sache konzentrieren. Also die Reifen ins Fenster zu kriegen, das machen sie gut mit Sturz, was weiß ich, mit Fahrwerkseinstellungen, was auch immer, Reifendruck, was da alles geht. Während der Mercedes beide Probleme lösen muss. Wie kriege ich die Reifen rein ins Fenster und wie halte ich sie dann drin, wenn ich mal drin bin? Ja. 25 Punkte beträgt der Abstand jetzt. Ist für dich Vettel WM-Favorit? Nicht nur wegen des Abstands, sondern eben auch wegen des Autos? Ja, ich würde sagen, Ferrari und Vettel sind ganz klar der Favorit. Man muss sich die ersten 6 Rennen anschauen. Vettel, da hat er nicht übertrieben. Er hätte alle 6 Rennen gewinnen können. Der Ferrari ist überall gut. Die Reifen sind immer im Fenster. Für mich ist das im Moment das beste Auto im Feld. Ja. Eine schlechte Figur hat wieder McLaren abgegeben, was die Zuverlässigkeit angeht. Jenson Button ist für Fernando Alonso eingesprungen. Leider im Rennen dann ausgefallen, hat aber immerhin für eine spektakuläre Szene gesorgt. Was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht? Wie war sein Rennwochenende? Also ich würde mal sagen, an Jenson hat man gesehen, ein guter Rennfahrer bleibt ein guter Rennfahrer. Der kommt auch mit dieser Aufgabe zurecht, sich kalt mehr oder weniger in ein Auto zu setzen, das er überhaupt nicht kennt. Ja. Nicht nur das Auto, sondern überhaupt diese ganze Formel, die breiten Autos, die schnelleren Autos, spätere Bremspunkte, höhere Kurvengeschwindigkeiten. Jenson ist wie Alonso dann später auch an Honda wieder gescheitert. Das war ja der Grund, warum er aus der Box startete, war ja wieder ein Wechsel des Turboladers, der MGOH. Also im Prinzip war das schon schuld, dass er da 57 Runden hinter Wehrlein festsitzt. Natürlich packt ihn dann der Frust und dann macht er eine dumme Aktion da in dieser einen Kurve. Aber meiner Ansicht nach, was Monaco auch gezeigt hat, wie gut das Auto wirklich ist von McLaren, das muss man jetzt sagen. Sie hatten ja nochmal ein Upgrade gebracht, hat das Auto noch besser gemacht. Ähnlich wie der Ferrari, es kommt gut ins Reifenfenster rein, hält die Reifen da drin, ist wirklich vom Chassis her sehr, sehr gut. Die Ingenieure, die kotzen nur, weil sie sagen, wir wissen, dass wir jetzt ein klasse Auto haben. Wirklich jetzt, letztes Jahr hatte es ja noch ein paar Macken. Es hängt nur alles am Motor. Immer wieder geht was kaputt. Der Motor hat zu wenig Leistung. Honda reagiert immer kopfloser. Jetzt kommt ja auch das Upgrade, das von Montreal versprochen war, nicht, weil es Probleme mit der Zuverlässigkeit gibt. Also das ist wirklich eine nicht enden wollende Baustelle und es ist eigentlich schade, weil das könnte ein wirklich gutes Team sein. Vor allem, also einer der Ingenieure hat mir gesagt, wenn Button auf Platz 9 steht und Van Dorn war ja auch in den Top 10, dann fährt Alonso dieses Auto auf Startplatz 5. Ja. Alonso war aber diesmal in Indianapolis unterwegs. Fast schon Ironie, dass ausgerechnet dort auch wieder sein Honda-Motor hochging am Ende. Aber was hat er auf dich für einen Eindruck gemacht da bei dem Gastspiel, bei dem Ausflug in die Indycar-Serie? Naja, wir haben ja das Indy 500 dann im Pressezentrum geschaut und ich glaube, er hat alle überrascht, wie zurückhaltend, klug er gefahren ist. Er war immer in den Top 10. Er hat dann geführt, war schnell, wann er schnell sein musste, hat Sprit gespart, wenn es ihm das Rennengeschehen erlaubt hat. Er hat auf mich den Eindruck gemacht, als kontrolliert er das Rennen. Also immer dann nach vorne gegangen, wenn er es eben musste, aber sonst hat er sich ein bisschen zurückfallen lassen. Er ist den Mauern ferngeblieben, er ist den anderen Konkurrenten, die sich da in die Mauer abgedreht haben, ferngeblieben. Er war dann sicher, diese 20 Runden vor Schluss, das wäre schon eng geworden. Er war dann nur an 7. Stelle, hing da in so einem Riesenpulk drin, in 20 Minuten dann das gut zu machen. Offenbar hatten alle vorne relativ gute Autos, das wäre hart geworden. Aber es war dann trotzdem ein unverdientes Schicksal. Also er hätte wenigstens eine Zielankunft verdient gehabt. In den Top 5 wäre es geworden. Und es zeigt, was für ein guter Rennfahrer er ist. Ja, Takuma Sato hat das Rennen gewonnen. Du kennst ihn ja noch aus alten Formel-1-Zeiten. Was ist er für ein Typ? Muss man es ihm gönnen? 40 Jahre ist er mittlerweile schon alt.
Ist er wirklich so ein guter Racer, dass du ihn als Indy 500-Sieger mal gesehen hast? Naja, er war schon so eine Loose Cannon, wie die Engländer sagen. Er war immer für einen Crash gut. Ja. Ich kenne ihn aus der Formel 1 noch. Unser Fotograf Dani Reinhardt, der hat mir gerade geschrieben, wir haben ja mal eine Home-Story mit ihm gemacht in seiner Wohnung in England. Er war immer ein lustiger Typ. Er war schnell, aber wie gesagt, sehr unkonstant. Und er fährt ja jetzt schon relativ lange in die Indycar-Serie. Und es war erst sein zweiter Sieg nach Long Beach. Ja. Ich glaube 2013 oder wann auch immer, er hat noch nie im Oval gewonnen gehabt. Ja. Und 2012, das war so ein echter Sato, er hat in der letzten Runde mit Dario Franchitti um die Führung gekämpft und kracht in Turn 1 in die Mauer. Also da hat man wirklich erst gewusst, dass er gewonnen hat, als er über die Ziellinie gefahren ist. Vor allem, weil er mit Helio Castroneves einen hinten dran hatte, der wirklich Erfahrung hat, ich glaube dreimal das Indy 500 gewonnen, jetzt ist er schon dreimal auch Zweiter geworden. Ja. Aber man muss es ihm gönnen und er ist der erste Japaner, der da in Indy gewinnt. Das ist eine tolle Story. Ja, Indy 500 ist ja auch immer ein bisschen Lotterie. Scott Dixon war ja einer der Fahrer auch von der Pole Position, der wirklich einen sehr guten Speed hatte, dem er auch den Sieg zugetraut hatte. Und dann haut es den da richtig in den Fangzaun. Was hast du da bei dem Crash gedacht? Ja, insofern, das Gute war, man hat ja zunächst im Live-Feed nur das Ende des Crashs gesehen. Das heißt, das Auto stand schon rum, war zweigeteilt und Dixon stieg aus. Man wusste, dass es nichts passiert. Wenn man das live sieht und weiß nicht, wie es ausgeht, denkt man natürlich erstmal, der ist tot. Ja. So wie es das Auto da zerlegt nach den 5 oder 6 Saltos oder was das war mit 350 km/h. Aber es zeigt wieder, das Indy ist eben aus diesem Grund eine Lotterie. Ja. Da kann auch ein Dixon, der sicher der beste Fahrer der Indycar-Serie ist, nichts machen. Wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann hat man eben Pech gehabt. Und das Auto von diesem Howard kam von der Mauer zurück. Ja, und er hat ja selber gesagt, man kann sich dann entscheiden, rechts oder links vorbei. Er hat sich für links entschieden. Man weiß ja nie, wie weit er runterfliegt. Und es geht alles so schnell. Ja. Keine Chance. Also wenn da jetzt zu der Sekunde ein Alonso steht oder fährt, dann passiert ihm das Gleiche. Ja. Aber wie das Auto kopfüber auf der Bande da gelandet ist, das sah schon ziemlich furchterregend aus im ersten Moment. Lass uns nochmal zurückkommen auf die Formel 1. Nächstes Rennen Kanada. Mhm. Wieder eine ganz andere Strecke, deutlich schneller, aber die gleichen Reifen. Ja. Schlecht für Mercedes oder was erwartest du? Ja, also ich meine, die Geraden sprechen eigentlich schon ein bisschen für Mercedes. Auf der anderen Seite ist wieder Stop and Go. Es ist wieder sehr schwer, die Reifen ins Fenster zu kriegen, weil es keine schnellen Kurven gibt. Ja. Und man braucht dann wieder ein Fahrwerk, eine Abstimmung, dass die Reifen beim Bremsen sich erwärmen, durch sogenanntes Squash, wie die Engländer sagen, also das Zusammendrücken beim Bremsen. Das ist nicht ganz einfach. Wenn Mercedes eh schon so Probleme hat mit den Reifen, würde ich sagen, Montreal wird auch wieder eine ganz harte Nummer. Ja, aber Red Bull sollte nicht mehr so gut sein wie in Monaco, oder? Nee, glaube ich nicht. Also mein Monaco war für mich der Strecke geschuldet. Verstappen hat es ja schon nach dem Training gesagt, sind wir realistisch, der Abstand ist genauso groß wie in Barcelona. Er schaut nur in Monaco besser aus, A, weil Monaco Monaco ist und B, weil in Monaco generell die Abstände geringer sind als auf anderen Rennstrecken. Ja. Also liebe Zuschauer, wir bleiben natürlich dran, schauen, ob Mercedes die Reifen besser in den Griff bekommt. Wir fliegen nächste Woche nach Montreal, werden im Internet und auch im Magazin natürlich berichten und uns danach natürlich wieder mit der nächsten Folge Formel Schmidt melden. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus. Thank you.